Hallo! Hallo! Wir müssen ein bisschen lauter reden, weil hier genau der Lautsprecher hinter uns ist. Genau. Wir haben ein paar nette Leute wieder gefunden. Den Urban, den ich schon mal besucht habe im Büro, und seine Freundin. Und ihr fühlt euch hier richtig wohl. Ja, absolut. Das ist einfach eine der schönsten Conventions, die wir in Deutschland haben. Also fühlen wir uns großartig wohl. Ganz toll. Das ist toll, das hat der Veranstalter auch gesagt. Er freut sich dann bestimmt, wenn du das aussagst. Ja, auf jeden Fall. Kann die sich ruhig anhören, der hat es verdient. Ja, fand ich auch. Und habt ihr euch hier auch stechen lassen? Nee, habe ich nicht. Also dieses Jahr nicht. Dieses Jahr bin ich irgendwie terminlos. Also nur frei am Rumlaufen. Frei am Rumlaufen, Leute treffen, dummes Zeug erzählen, solche Sachen. Aber du hast was ganz Frisches, habe ich gesehen. Ja, genau, mein Knie. Und was ist das? Das ist zwar ein Cover-up, aber das ist ein Schädel mit einem brennenden Kreuz, aber das wird noch fertiggestellt. Und das hast du aber hier gemacht, ne? Nein. Nein. Aber du bist doch gleich, wie hast du mit dem Contest auf der Bühne? Ja, für Black and Gray für mein Bein. Und das wurde aber von einem Künstler hier gestochen, also von einem Künstler, der jetzt hier ist, wurde gestochen. Ach, man darf also auch alte Werke anmelden. Das wusste ich auch nicht, war mir auch neu, aber ja. Habt ihr das vorher schon abgemacht oder habt ihr das jetzt fertig gesehen und gesagt, ach komm, dich kann ich mal anmelden? Das war spontan, ja. Ah, ja. Also habt ihr euch wieder getroffen und er meinte, komm, wir schieben das noch als Contest. Ja, deswegen war ich auch so aufgeregt. Und du musst da gleich hoch, oder was? Ich war schon. Du warst schon. Du warst schon. Ach krass. Und wie war's? Ja, aufregend. eigentlich ist es ja nur kurz zeigen, aber ich war mächtig aufgeregt, ja. Und haben die das schon beschlossen oder ziehen die sich jetzt zu? Nee, Wertung kommt noch. Wertung kommt noch. Da muss ja die Daumen hoch. Kriegt man dann selber auch was oder kriegt man durch der Tätowierer was? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß es gar nicht, wie es hier ist. Auf manchen Conventions machen die das, dass die für die Kunden auch noch einen kleinen Preis haben. Normalerweise aber der Tätowierer. Oh, da bin ich sehr, sehr gespannt. Die haben ja auf jeden Fall sehr schöne Preise, die habe ich schon gesehen, die sind ganz toll. Oh, toll, das wäre cool, dann glücke ich dir ganz fest. Dankeschön. Und wie lange seid ihr schon hier heute? Heute seit, ich glaube, 13 Uhr, wir sind aber gestern schon gekommen, also wir sind das ganze Wochenende hier. Wie soll man es denn jetzt erst gesehen? Was? Sag mal, was war da los? Keine Ahnung, wir sind versteckt. Wir sind nicht versteckt, wir sind ja genau mittendrin. Unterwegs, genau. Und habt ihr schon viele Leute wieder getroffen, die ihr so kennt? Ja, ganz schrecklich viele. Das ist das Schöne, weil eigentlich jedes Jahr A, von unserem Freundes- und Bekanntenkreis relativ viele Leute kommen. Darüber hinaus eigentlich auch die Tätowierer, die hier sind, oft Wiederholungstäter sind. Insofern ist das eigentlich immer schön, um Leute zu treffen und so. Ist ganz großartig. Also unterm Strich, hört man schon raus, Lieblingskonvention. Ein ganz fantastisches Wochenende voller sozialer Ereignisse, wie euch zu treffen. Ja, ich freue mich. Ich freue mich auch, dass ich euch wieder getroffen habe. Ich lasse euch aber jetzt auch mal in Ruhe, damit ihr weiter stromern könnt oder auch noch ein bisschen hier bleiben könnt. Gerne. Und vielen Dank. Also, bis zum nächsten Mal. Direkt zwei, wenn dann zwei. Ja, aber.